Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Kingdom Come Deliverance. Wir beschäftigen uns mit dem Carpon DLC und verfolgen im Auftrag von Herrn Hans Carpon eine Halskette, die er beim Spielen leider verloren hat. Und ja, über mehrere Stationen haben wir sie jetzt verfolgt bis zu einem Banditenlager, dem Lager eines Räuberbarons. Und die letzte Folge habe ich hauptsächlich damit verbracht, hier den Eingang zu finden zu diesem Lager. Ich bin immer wieder aus den falschen Richtungen gekommen und wir sollen uns hier im Lager als ein eigentlich toter Adliger ausgeben. Also wir wissen, dass er tot ist, die Banditen wissen es nicht, obwohl wahrscheinlich Banditen aus diesem Lager hier ihn getötet haben. Und ja, sollen uns so in das Lager begeben, um dort offiziell Verhandlungen durchzuführen, inoffiziell natürlich den Mörder des Adligen und auch die Halskette zu finden. Und ja, weil das beim letzten Mal nur unter unglücklichen Umständen geschehen ist, dass ich mich hier am Tor melden und vorstellen konnte, wollte ich das jetzt nochmal neu und ordentlich machen. Das heißt, ich habe jetzt meinen Spielstand geladen, der auf der anderen Seite des Lagers entstanden ist, via Retterschnaps und nicht den automatischen nach der Vorstellung am Tor. Und so können wir das jetzt halt einfach nochmal ordentlich machen, dass wir nicht vorher schon quer durch das ganze Lager durchlaufen und quasi aus dem Rücken der Wache kommen, um uns dann vorzustellen, sondern dass wir hier ganz ordentlich vorreiten an dem Empfangskomitee vorbei. Ein kleiner Vorbote dessen, dass die Herrschaften da drin wahrscheinlich nicht unbedingt zimperlich miteinander umgehen. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass das wahrscheinlich einer der ihren gewesen sein wird, der in irgendeiner Weise in Ungnade gefallen ist. Wenn das jetzt ein Opfer wäre, das man auf der Straße überfallen hat da hinten, dann weiß ich nicht, ob man das bis hierher geschleppt hätte. Also es ist wahrscheinlich eher als mahnendes Beispiel für die Banditen selber, dass man sich hier entsprechend der Regeln von Räuberbaron Erhard zu verhalten hat. Gehe ich jetzt mal von aus. Ja, auf jeden Fall bin ich sehr gespannt auf das Lager und wir werden uns jetzt nochmal offiziell vorstellen hier. Hallo! Gehe ich richtig in der Annahme, dass dies das Lager von Herrn Erhard, Baron von Bilowetz ist? Du bist Herr Alfons, nicht wahr? Du kommst aus Prag? Mhm. Was ist das? Ja, das haben wir beim letzten Mal schon gemacht. Die fragen immer noch im Hintergrund, was ist das? Ich dachte, das hätte daran gelegen, dass ich beim letzten Mal erst quer durchs Lager gelaufen bin, aber die sind scheinbar prinzipiell aufgescheucht. Ja, das haben wir beim letzten Mal ja schon geführt hier, das Gespräch eigentlich. Und ich glaube, es ist tatsächlich egal, was man hier antwortet. Ich habe beim letzten Mal aus Schlamm geantwortet, weil Herr Anselm von Domki uns gesagt hat, dass Herr Alfons ursprünglich daher stammt. Aber ich glaube, bei der Frage hier geht es tatsächlich mehr um die jetzt konkrete Reise. Es geht nicht darum zu sagen, wo stammst du her, wo wurdest du geboren, sondern mehr darum, wo kommst du jetzt her, von wo aus hast du dich auf den Weg gemacht. Und da ist tatsächlich, glaube ich, Prag die richtige Antwort, wobei es wahrscheinlich keinen Unterschied macht in der Situation hier. Herr Domki hat uns gesagt, dass Herr Alfons zwar aus Schlamm stammt, aber sich zuletzt in Prag aufgehalten hat. Das heißt, von dort aus wird er sich wahrscheinlich auf den Weg hierher gemacht haben. Aus Prag, ja. Aber ich reiste über Gurim, weil ich den Weg für sicherer hielt. Vergleichsweise. Oh ja, man ist ja nirgends mehr sicher. Überall lauern Halunken, um arglose Reisende auszurauben oder sogar zu töten. Wie wahr, dem pflichte ich bei. Man kann auf Reisen nicht vorsichtig genug sein. Nun gut, aber du musst dich gedulden. Herr Erhard ist gerade beschäftigt. Ganz recht, ich werde... Hier wird einem nicht langweilig. Es wird viel gewürfelt und die Wetteinsätze können sich sehen lassen. Ich habe ein Auge auf edle Handschuhe und ein altes Schmuckstück geworfen. Schmuckstück, sagst du? Jawohl. Geh doch mal zum alten Blaha, dem Kerl am Tisch dort drüben. Er kann lesen, schreiben und rechnen wie ein Gelehrter und auch anderes Zeug. Er sorgt hier ein bisschen für Ordnung. Hab Dank. Vielleicht mache ich das. Okay, und damit haben wir jetzt offiziell Zutritt zum Lager und können uns hier umsehen. Ja, es ist also wirklich egal, was man hier antwortet, ob man sagt aus Prag oder aus Schlann an der Stelle. Pebbles lasse ich mal da stehen. Und ich habe übrigens mal ausprobiert, was passiert, wenn man dieses Lager quasi vorzeitig findet. Das heißt, bevor man unten beim Adligen die Karte gefunden hat, die hier den Weg weist
Und bevor man überhaupt weiß, was man hier tun soll und dass man sich als Herr Alfons ausgeben soll, da gibt es ja theoretisch die Möglichkeit, dass man das Lager halt schon früher entdeckt. Und das habe ich mal kurz ausprobiert. Wer bist du und was willst du hier? Ich kam hier vorbei und wollte mich mal umsehen. Dann seh dich woanders um. Du hast hier nichts verloren. Ja, wie man sieht, ist da nicht wirklich was Interessantes passiert. Man hat halt dieses Lager entdeckt, weiß nicht so recht, was man damit anfangen soll. Und in der Questbeschreibung steht dann tatsächlich drin, naja, es gibt da im Wald dieses Lager und die scheinen nicht unbedingt auf Besuch zu stehen. Find mal raus, was es damit auf sich hat. Also es ist möglich, hier zu früh vorbeizukommen und das zu entdecken, aber es passiert halt weiter nichts Interessantes. Also weder greifen die sofort an, noch weiß Heinrich aus irgendeiner Eingebung, was es mit dem Lager auf sich hat. Von daher ist das wenig spannend. Aber hätte ich es zu früh entdeckt, dann hätte ich natürlich versucht rauszufinden, was es damit auf sich hat. Dann hätte ich mich wahrscheinlich auch reingeschlichen und mich umgeschaut, ohne in dem Moment zu wissen, für welche Quest oder in welchem Zusammenhang das hier interessant ist. Hast du zufällig Stiefel über? Die da sind zu klein. Nee, hab sie erst gestern gegen Schnaps eingetauscht. Du bekommst noch früh genug neue. Ich knöpf dem ersten Tölpel welche ab, der uns über den Weg läuft. Bei deinem Glück ist's ein Bettelmönch, der gar keine Schuhe anhat. Sag sowas gar nicht erst. Im Ernst, da gehe ich lieber barfuß in diesen Arschlädern kämpfen volllaufen. Was soll man hier sonst tun? Okay, lass ja die Finger von meinen Füßen, Kollege. So, wir schauen uns ein bisschen im Lager um hier. Es wird leider schon wieder dunkel, das ärgert mich ja immer ein bisschen. Gerade wenn ich mich umsehen will. Was kann eigentlich die Kiste hier? Knacken sehr schwer. Schlechte Idee. Machen wir jetzt nicht. So, ansonsten haben wir hier ein paar vereinzelte Schlafplätze, genauso wie vor dem Lager. Was ist mit Rauferei? Hat jemand nach mir gerufen? Ich kann dafür sorgen, dass es hier Rauferei gibt. So, wen haben wir hier? Bandit. Ich kann auch nicht mit ihm sprechen. Das ist wahrscheinlich Blaha. Ja, genau. Der alte Blaha. Erzähl nicht so viel. Der wird uns hier wahrscheinlich einiges sagen können. Da sprechen wir auch gleich mal mit ihm. Erst schauen wir noch ein bisschen ums Feuerchen rum. Ach, guck mal, hier ist noch ein Nebeneingang. Den hätte ich ja auch noch entdecken können. Hier stehen irgendwie ein paar... Oh, was haben wir hier? Ach, schlafen und speichern. Nee, schlafen will ich hier eigentlich nicht. Hier stehen auch so ein paar Sachen. Also von hier aus hätte ich auch irgendwie ankommen können. Ach, möglich, dass ich sogar... Ich habe zwischenzeitlich irgendwann mal Lichter gesehen. Vielleicht war das sogar hier die Kerze. Die habe ich irgendwann zwischenzeitlich mal gesehen, als ich hier nach allem gesucht habe. Nach dem Lager. So, und auch hier weitere Schlafplätze. Na gut, sprechen wir mal mit Blaha und lassen uns vielleicht mal einen Überblick geben oder so. Man sagte mir, ich könne hier würfeln, bis er hat mich empfangen kann. Der hat gerade viel um die Ohren. Was soll man hier sonst tun? Du musst Herr Alfons sein, hm? Ich bin Blaha, Herrn Erhards Gehilfe. Jemand muss sich ja um alles kümmern. Auch ums Würfeln? Mir kam zu Ohren, dass es hier immer interessante Wetteinsätze gibt. Das stimmt. Im Moment edle Plattenhandschuhe, zwei Ketten, eine davon ein feines Stück, ein scharfes Schwert und... Ich habe wohl den Überblick verloren. Es ist hier so üblich, dass man etwas setzen muss, wenn man würfeln will. Bin ich müde. Okay, da müssen wir natürlich überlegen, was wir setzen. Da muss ich wohl auch etwas setzen, ja. Ich hoffe, es kann auch einfach nur Geld sein und nicht unbedingt wertvolle Gegenstände. Ich muss als Gast für mein Wohlbefinden selbst aufkommen. Na, das könnte funktionieren. Ich würde ja gern etwas setzen, aber ich habe nichts. Naja, ich habe goldene Sporen an, eine Halskette, einen Silberring und ein Schwert um die Hüfte gebunden. Also ich glaube nicht, dass ich damit durchkommen würde, normalerweise. Wenn ich mir die Werte angucke, kann das wohl schon so sein. Aber eigentlich ist das ein echt schlechtes Argument, wenn man irgendwie mit Schmuck behangen vor jemandem steht. Ich bringe später etwas mit, das ich setzen kann. Okay. Ich könnte natürlich das hier mal ausprobieren. Ich lass mich volllaufen. Ziemt es sich etwa, dass der Gast deines Herrn selbst dafür aufkommen muss, dass er sich nicht langweilt? So wie du es ausdrückst, Herr. Nein, vermutlich nicht.
Möchtest du sogleich würfeln, oder? Nee, Moment. Lass uns noch ein bisschen so unterhalten. Keine Eile. Ich würfle später. Aber gut schon mal. Wir haben rausgehauen, dass wir nichts setzen müssen. Das heißt, ich kann eigentlich nur gewinnen. Das ist doch schon mal perfekt. So, du hast aber mehr zu erzählen. Gibt es etwas zu beachten? Es gelten die üblichen Regeln. Aber denk dran, dass wir kein dreckiges Lumpenpack sind. Das ist das Lager eines edlen Ritters. Also keine Streitereien, Prügeleien oder ähnlicher Schabernack. Aber oh, dir muss ich das ja nicht sagen. Rauben, Sauben, nein. Sonst noch etwas? Nun ja. Das heißt auch, dass uns Ehre viel bedeutet und es leicht zu einem Duell kommen kann. Mit Schwertern und bis zum ersten Blut. Ich verstehe. Dann sollte ich mich im Zaum halten. Okay. Das Lager eines edlen Ritters. Bisher haben wir anderes über ihn gehört. Auch interessant übrigens, dass am Eingang, nachdem man gesagt hat, wo man herkommt, heißt es ja, das sind wirklich schlimme Zeiten. Überall könnte man überfallen werden, überall Halunken, die einen überfallen wollen, sagt der Bandit am Eingang des Banditenlagers, von dem wir wissen, dass er wahrscheinlich jemanden überfallen und ermordet hat und so weiter. Kannst du mir etwas über dich erzählen? Was soll ich sagen? Ich kann etwas lesen und schreiben, also helfe ich hier und da Herrn Erhard. Wobei ich sagen muss, dass es nicht mehr viel zu tun gibt, seit der Baron unter die Räuber gegangen ist. Und was hat er vorher gemacht? Was man als Adeliger halt so macht. Er besaß Ländereien, die einiges abwarfen, musste sie jedoch vor einigen Jahren verkaufen, weil er verschuldet war. Seitdem muss er anders an Geld kommen. Ah ja, okay, und dann ist die Buchführung nicht so gegeben. Er sagt, jetzt gibt's nicht mehr so viel zu tun, seit man unter die Räuber gegangen ist. Der Kerl, der hier die ganze Zeit im Hintergrund rumsingt, ist ja ganz nett, das Lied und so. Ich würde auch gern mal genauer hinhören, aber dass er das jedes Mal genau während des Dialogs machen muss, ist natürlich ein bisschen nervig. Wie seid ihr hier gelandet? Nun ja, wegen mir. Ein Schreiber erzählte mir, dass um das Land gestritten wurde, mit schlechtem Ausgang für beide Seiten. Seitdem schert sich niemand darum. Ein Jammer. Eigentlich ein schönes Plätzchen. Jep, wie das Schicksal halt so spielt. Vor allem in Zeiten wie diesen. Niemand wird ungeschoren davonkommen. Ich frage mich, wie viele ausgebrannte, verlassene Ruinen Sigismund zurücklassen wird. Wie viele Leute werden kein Zuhause mehr haben und wie viele werden keines mehr brauchen? Aber so ist es uns beschieden. Erst im Tod werden wir Frieden finden. Amen, wohl wahr. Tja, mit den ausgebrannten Ruinen, die Sigismund zurücklässt, kennen wir uns ja aus. So, wir schauen uns erst weiter um, bevor wir hier an irgendwelchen Spielen teilnehmen. Also mit ihm kann ich ja noch immer nicht sprechen. Der steht hier auch so ein bisschen abweisend. So, da haben wir einen Würfeltisch auf jeden Fall schon mal. Mal hier noch ein bisschen um die Ecke schauen. Ah, okay, hier darf ich nicht hin. Ja, ich bin schon weg. Ich wollte mich nur umschauen. Also interessant. Vielleicht, keine Ahnung, sitzt Herr Erhard normalerweise da hinten. Vielleicht hat er da seinen Raum, wobei der dann jedes Mal hier über die Trümmer steigen muss. Ja, den Schießstand haben wir schon beim letzten Mal entdeckt, als wir hier durchgelaufen sind. Ja, das war aber auch nicht die Richtung, aus der ich zuletzt gekommen bin. So, dann haben wir hier Birne. Kann ich dich was fragen? Lass hören. Wie heißt du? Man nennt mich Birne. Ich bin Herrn Erhards Vasall. Scheiße. Ah, freut mich, dich kennenzulernen. Gleichfalls. Ich hab genug von dieser Scheiße. Warum versteckt ihr euch hier? Verstecken? Nein, wir rasten. Könnt ihr euch von eurer Arbeit nicht in Sasau ausruhen? Was hat Sasau, was dieser Ort nicht hat? Ein Badehaus, Händler, eine Schenke, ein Kloster, eine schöne Aussicht und so weiter. Hast du vor kurzem das Lager verlassen? Vielleicht um zum Fluss zu gehen? Wozu denn? Wir können auch hier scheißen. Was ist mit den anderen?
Ihr auch nicht. Wir haben Wasser, Wild in den Wäldern, genug Vorräte. Alles, was wir brauchen. Okay, das ist natürlich schon die Befragung hinsichtlich des Lagers des Adligen, also der Ermordung von Herrn Alfons. Ob irgendjemand hier das Lager verlassen hat, um an den Fluss zu gehen, wo ja dessen Lager war und wo dessen Leiche liegt. Mehr muss ich nicht wissen. Also Birne kann uns schon mal nichts darüber sagen. Entschuldigung, auf ein Wort. Was willst du? Was treibst du hier? Du siehst nicht wie einer von ihnen aus. Ja, da hast du recht. Ich bin von hier. Und ein Räuber bin ich auch nicht. Wenn sie hier sind, kümmere ich mich um die Vorräte. Und was machst du, wenn sie nicht hier sind? Was halt so anfällt. Aber ich muss sagen, das Räuberlager wirft für mich ganz schön was ab. Und ich riskiere dabei nicht mal meinen Kopf. Okay. Also er scheint hier dauerhaft zu leben. Und die scheinen hier häufiger zu kampieren. Also häufiger Unterschlupf zu suchen, um zu rasten. Und er kümmert sich hier scheinbar um den Hof und so weiter. Wobei das natürlich immer fraglich ist, wenn er sagt, ich riskiere nicht mal meinen Kopf, heißt wahrscheinlich, dass er nicht mit auf einen Raubzug gehen muss oder so. Also, dass er ja hier in der Sicherheit des Lagers bleibt. Allerdings sind ja meistens so Banditenbanden, Räuberbanden, da finden sich ja schon auch unberechenbare Gestalten. Und da gibt es halt schon mal Streitereien oder irgendwie Hinterhältigkeiten oder sonst was. Also so ganz sicher ist man in der Gesellschaft eigentlich nie, glaube ich. Aber für ihn scheint das hier eine ganz gute Übereinkunft zu sein. Kannst du mir etwas über das Lager erzählen? Den Ort an sich? Den kenne ich schon eine Ewigkeit. Hab hier schon als kleiner Knirps mit meinen Freunden gespielt. Als ich später mal für eine Weile untertauchen musste, stieß ich hier auf diese Edelleute und stellte fest, dass sie gut zahlen, wenn man ihnen Wein und Essen bringt. Warum musstest du untertauchen? Ach, war nichts Schlimmes. Ich hatte es auf ein Mädel abgesehen, aber ihr Alter und ihre Brüder konnten mich nicht leiden. Zumal sie einem reichen Händler versprochen war. Als sie unter der Haube war, war das Thema erledigt. Ich gehe dann mal. Okay, er scheint also mit dem Banditenhandwerk ohnehin nichts zu tun zu haben. Dann ist es auch unwahrscheinlich, dass er... Oh, öffnen. Gucken wir mal gerade rein. Lebensmittel. Dann ist es halt unwahrscheinlich, dass er damit was zu tun hat. Bertha! Warum heißt du Bertha? Kann ich dich etwas fragen? Frag nur. Erzähl mir etwas über dich. Wozu soll das gut sein? Willst du den Leuten erzählen, was für ein guter Würfelspieler ich bin? Ich bin nur neugierig. Wie sagt man so schön? Neugier ist der Katze tot. Aber was soll's? Man nennt mich Bertha und ich bin die rechte Hand von Herrn Erhard. Bertha? Du hast schon von mir gehört. Die Geißel von Vlashim. Niemand, der meine Axt zu spüren bekam, konnte davon künden. Ich glaube nicht, dass Heinrichs Reaktion so war, weil er von ihm gehört hat. Warum versteckt ihr euch hier? So würde ich es nicht nennen. Wir ruhen uns hier nur ein wenig aus. Wovon? Naja, es wurde ein bisschen zu brenzlig. Hier lässt man uns in Ruhe, solange wir uns nicht in Sasor blicken lassen. Verlasst ihr nie das Lager? Was willst du damit andeuten? Dass wir hier alles vollscheißen? Nein, es war eigentlich nur die Frage, weil er schon sagte, solange wir uns nicht in Sasau sehen lassen, könnte ja sein, dass man doch mal dahin geht, um irgendwas zu besorgen oder so. Nein, ich dachte nur, du weißt vielleicht, was sich hier in der Gegend zuträgt. Manchmal treffen wir auf Jäger oder umherreisende Pilger. Und hier in der Nähe leben Köhler, die sich zuweilen mit uns die Zeit vertreiben. Aber den Fluss überqueren wir nicht. Ist zu nah an Sasau. Okay, also zu dem Lager des Adligen hätte man den Fluss schon überqueren müssen, aber halt auch nicht sehr weit. Es war halt direkt am Ufer. Also man hätte es von der anderen Seite vielleicht sehen können und dann sich überlegen, hey, da gehe ich mal ganz kurz rüber. Aber genaueres erfahren wir hier erstmal nicht.
Mladota. Da fehlt ein Vokal, habe ich das Gefühl. Oh, bin ich müde. Wahrscheinlich müssen wir einfach darauf achten, wer hier die Ketten setzt. Wir haben ja schon gehört, dass es zwei Ketten zu gewinnen gibt. Eine davon ein feines Stück. Da ist natürlich die Frage, wer die denn hier setzen kann in diesem Turnier. Die Person wäre doch schon mal prinzipiell verdächtig. Kann ich dich etwas fragen? Sicher doch. Ist so langweilig hier. Du bist Mladota, richtig? Richtig. Warum fragst du? Einfach so. Einen recht interessanten Rückzugsort habt ihr da. So kann man es auch nennen. Bin erst seit kurzem hier. Hab sie vor großer Scheiße bewahrt und seitdem gehöre ich zu ihnen. Aha. Und was war das genau? Wirklich? Was genau ist passiert? Also, neulich lauerte ich einem Fuhrmann auf. Zuvor hatte er sich das Maul über mich zerrissen, also dachte ich mir, ich raube ihn aus Rache aus. Da hocke ich also hinterm Busch und als ich den Karren höre, springe ich auf den Weg, um ihn zu überfallen. Doch es war nicht der Fuhrmann, sondern ein Händler. Er sieht mich mit meiner Waffe, fängt an zu schreien und ruft damit seine bewaffnete Eskorte auf den Plan. Woraufhin ich derjenige bin, der plötzlich in der Klemme steckt. Was für ein Pech aber auch. Ja, du Armer. Ja, auf jeden Fall nahmen sie mich gefangen. Sie hielten mich für einen von Herrn Erhards Spähern und wollten, dass ich sie zu ihm führe. Natürlich sagte ich ihnen, dass ich überhaupt nicht weiß, wovon sie reden. Als sie damit drohten, mich zu rädern, aufzuhängen und was weiß ich was noch alles, tauchte plötzlich der Baron mit seinen heiteren Gesellen auf und jagte die Eskorte des Händlers über alle Berge. Seitdem gehe ich mit ihnen durch dick und dünn. Wahrlich eine unterhaltsame Anekdote. Nicht wahr? Wäre ich nicht gewesen, wäre der Baron an meiner Stadt in die Eskorte gerannt. Und jetzt Geschichte. Sie haben mir ihr Leben zu verdanken. Okay. Naja, ich weiß ja nicht. Also wenn der Baron so viele Leute dabei hatte, dass er die Eskorte in die Flucht zwingen konnte, dann hätte er ihn wahrscheinlich jetzt auch nicht gebraucht. Also irgendwie, keine Ahnung. Ich glaube jetzt nicht, dass das für den Baron so unglaublich wertvoll war, dass diese Eskorte ihn zuvor in die Mangel genommen hat. Das hätte wahrscheinlich keinen Unterschied gemacht, ob er jetzt da war oder nicht. Naja, gut. Wie ist es hier so? Kommt ihr auch ein bisschen rum? Wir dürfen nicht einfach raus. Deswegen bin ich immer hier. Macht aber nichts. Man kann hier gut die Zeit totschlagen. Und das Weib ist ja auch da. Ist sie? Okay. Es scheint hier also auch mindestens eine Frau zu geben. Vielleicht treffen wir sie noch. Er hat gerade gesagt, sie dürfen das Lager nicht einfach verlassen. Aber wir wissen auch aus eigener Erfahrung, dass es hier mehrere unbewachte Ausgänge gibt. Und jeder kann sich hier theoretisch rausschleichen. Von daher ist nach wie vor jeder verdächtig. Aber es kann halt auch keiner jetzt großartig damit prahlen. Deswegen verrät uns vielleicht auch keiner was, weil eben es verboten ist, das Lager zu verlassen, weil er dann vielleicht sogar Ärger bekommt. Könnte sein, dass die deshalb so verschwiegen sind. Denn sie scheinen ja aus ihrer Banditentätigkeit jetzt kein großes Geheimnis zu machen. Bis später. Eine blutige Flut. Nun gut, so, jetzt er wieder. Das scheint Wein zu sein. Pfütze hier. So, wen haben wir hier? Noch ein Bandit. Ja, den Schießstand kennen wir schon. Bandit. Sehr sobald schwer. Herr Erhard Zeit hat, lasse ich es dich wissen. War nicht hier irgendwo? Überall Dreck und Gestank. Zu Hause war es besser. Wäre ich bloß zu Hause geblieben. Komme ich hier rein? Nein. Aber hier bin ich doch irgendwie beim ersten Mal rausgekommen. Beziehungsweise, hier war das. Genau, also in die Hütte kommen wir jetzt so nicht rein. Vielleicht sitzt da auch Herr Erhard drin. Hier haben wir den Sack gehabt mit den Klamotten. Genau, hier bin ich das erste Mal reingestolpert. Hier sind so viele Frauenklamotten drin. Ich weiß ja nicht, ob das bedeutet, dass die sich bei ihren Überfällen als Frauen verkleiden oder so. Könnte natürlich sein. Aber dann würde man die Sachen nicht da hinten in der Ecke lagern, glaube ich. So, hier war auch noch ein Eingang, Ein- und Ausgang. Hier haben wir noch was in der Ecke. Wie schön. Hier wird uns quasi der Weg gezeigt, gedeutet. Da liegt auch jemand. Sehr nett. Gucke ich gleich mal runter. Spinnweben. Hier geht's.
Arachnophobie. So, was haben wir hier Lustiges? Also mehrere kleine verfallene Gebäude. Ja, und da ist das andere, was ich schon für das Haupttor gehalten habe beim letzten Mal. Das andere Loch in der Mauer. Das ist auch bestimmt ursprünglich mal der Eingang zum Hof hier gewesen. Beziehungsweise da draußen ist ja noch ein Brunnen. Das war der Weg zum Brunnen. Wobei ich mich wundere, dass der nicht mit hier drin ist. Also wenn man eine schützende Mauer baut... Hier ist schon wieder eine Markierung. Guck dir das an. Was markiert die denn jetzt? Ist hier irgendwas? Brennnesseln nur. Ich weiß nicht, ob ich hier irgendwas untersuchen kann, irgendwann später oder so. Das sieht irgendwie auch so interessant aus, als hätte hier auch jemand irgendwas verbrennen wollen, vielleicht. Aber jetzt gerade kann ich zumindest nichts damit anfangen. Hier ist auf jeden Fall so ein markierender Ast am Boden. Waren da noch mehr? Na, egal. Und hier ist eine Hand. Schauen wir mal, wer liegt denn hier unten? Hallo. Interessant. Aber hier scheint nichts weiter zu sein. Hat er versucht reinzukommen oder raus? Ich weiß es nicht so genau. Überall Dreck und Gestank. Also vielleicht wollte er fliehen oder so. Oder ist es halt tatsächlich ein richtiges Grab gewesen? Hier liegen ja auch irgendwie Steine. Vielleicht war das mal zu. Ich weiß nicht so recht, was ich daraus machen soll hier. Komm ich hier wieder raus? So. Okay. Ja, schön auf jeden Fall. Also entweder hat er seine Hand hier verloren und ist dann da reingeklettert und gestorben. Oder, ach, ich weiß es nicht. So recht weiß ich nicht, was ich daraus machen soll. So, und hinter dem Schießstand entlang kommen wir, wie gesagt, hier zu der Brunnenseite. Gab es hier noch irgendwelche Markierungen? Hier ist der Brunnen. Den hatten wir auch schon gesehen. Aber aus dem scheinen sie jetzt auch kein Wasser mehr rauszuholen. Also der ist ziemlich trocken, würde ich sagen. Die sagten ja, wir haben Wasser hier, wir haben was zu essen. Warum sollten wir das Lager verlassen? Dann haben sie Wasser wahrscheinlich auch in Form von Fässern vorrätig. So, das hier könnte das Pferd des Adligen sein. Habe ich beim letzten Mal schon angemerkt. Denn das sieht ja tatsächlich recht... Oh. Ich kann den Namen nicht lesen. Nuklavi. Ich möchte gar nicht versuchen, diesen Namen auszusprechen von dem Pferd. Aber es hat auf jeden Fall einen Namen und ich kann es mir anschauen. Also ich gehe davon aus, dass das Pferd des Adligen sein wird. Denn es sieht halt, wie gesagt, sehr vornehm aus, auch mit der Schabracke drauf. Jetzt hat uns allerdings Herr Anselm den Namen des Pferds nicht verraten. Aber wenn man das Pferd jetzt hier einfach nur stehen sehen würde, dann wüsste man ja auch nicht, welches Pferd es ist, also welcher Name. Ist halt die Frage, ob es entweder dem Baron gehört oder eben dem Adligen. Ich gehe davon aus, dass das Pferd des Adligen ist, weil das mitgenommen wurde und wir es auf dem Weg nicht gefunden haben hierher. Ja, mal sehen, was Heinrich dazu sagt, wenn wir es uns anschauen. Okay, es wird gar nichts dazu gesagt, sondern hier werden einfach nur wieder die Werte verglichen zwischen Pebbles und dem anderen Pferd mit dem merkwürdigen Namen. Ja, das Pferd ist besser als Pebbles. Aber was heißt schon besser? Ich finde kein Pferd besser als Pebbles. Pebbles ist mein Pferd und das macht es zum besten Pferd. Ja, den Schießstand, wie gesagt, kannten wir schon. Das ist es dann auch schon mit dem Lager. Also dieses eine Bauernhaus hier und der Schießstand. Mich würde ja noch interessieren, was hier drüben ist, wo ich eigentlich nicht rein darf. Ich guck mal ganz schnell.
Hallo. Ach, guck mal, hier gibt's auch noch. Ist da jemand? Nein. Niemand. Hier gibt es unterirdische Bereiche. Ach, guck mal. Richtige Keller hier. Da kann man sich natürlich rausschleichen. Das ist ja interessant. Hier wird man doch bestimmt irgendwas Interessantes finden. Das ist auch tatsächlich gar nicht der Bereich, in dem ich nicht sein darf. Okay, ja, hier gibt es einen geheimen Ausgang. Einen Ausgang. Wie auch immer man es verwenden möchte. Interessant. So. Schau an. Sind wir hier direkt an dem Gelände dran? Warte mal. Lass mich doch mal hier... Ach, Heinrich, häng doch nicht dauernd fest hier. Naja, egal. Okay, hier kann man sich auf jeden Fall rein- und rausschleichen. Ich sehe jetzt allerdings keine Spuren, die uns irgendwie verraten würden, wer das gegebenenfalls getan hat. Ach, guck mal. Aber die Markierung hier. Mal wieder, die mir nicht aufgefallen ist. Wir sind also hier kurz hinter dem Gehängten am Tor. Wer hinterlässt denn... Ach ja, das Rataya-Turnier. Wer hinterlässt denn diese Markierungen? Hier, da ist nämlich auch wieder... Da ist jetzt diese Abkürzung quasi. Oder da ist jetzt dieser Weg ins Lager markiert. Also da, wo interessante Dinge sind, liegen diese Äste. Manchmal auch da, wo keine interessanten Dinge sind, wie wir beim letzten Mal gemerkt haben, wo es einfach nur eine Sackgasse gibt. Aber ich frage mich halt, wer die gelegt hat. Also auch beim letzten Mal. Wer wollte wem da zeigen, wo es lang geht? Es scheint mir noch nicht viel Sinn zu ergeben. Das sollen ja schon irgendwie geheime Stellen sein hier. Also keine Ahnung, wer davon wissen soll. Naja, interessant auf jeden Fall. Interessante Entdeckung. Hier geht es sogar noch weiter runter, theoretisch. Das sieht zumindest so aus. Und das hier ist jetzt Blut oder Wein? Das sieht mir fast mehr nach Blut aus. Vielleicht hat hier auch sogar jemand gekämpft oder so. Wurde hier jemandem mit dem Brett irgendwie der Kopf eingeschlagen oder so? Und Gestank. Zu Hause war's besser. Interessant auf jeden Fall. Okay, hier sollen wir eigentlich nicht sein. Schnell wieder raus. Hi! Ich gucke nur mal kurz. Aha. Schloss knacken sehr schwer. Aha. Hey! Ja, Entschuldigung, ich gehe wieder. Ja. Ach, Mist. Keine Schlägereien, hieß es. Keine Schlägereien hier im Lager. Schon gut, ich gebe auf. Ich werde dich finden, du elender Hund. Scheiße. Mist. Ich bin fast wieder nüchtern. Was war das? Ich wollte mich doch nur ein bisschen umschauen. Ah, jetzt mischt euch doch nicht ein. Wir regeln das hier untereinander. Kurvanwix. Das wird dachte eine Freude. Ich. Ja, muss ich gleich nochmal alles neu machen. Irgendwie endet es immer auf die gleiche Weise hier im Lager. Ich dachte, ich verschaffe mir mal einen kleinen Überblick. Was für deine Freude! Was haben wir? Unterhaltung! Hast du ein Problem, was? Hey, ich bin als Gast hier. So behandelt man keine Gäste. Ja, danke. Das ist nicht so gut gelaufen. Mal wieder.
Okay, wisst ihr was, für heute belasse ich es dabei. Ist eine kurze Folge dann, ich weiß, tut mir leid, aber so wirklich viel Zeit habe ich jetzt sowieso nicht. Und als nächstes würden wir dann mit dem Würfeln beginnen, mit dem Würfelturnier. Und ich weiß halt nicht, wie lange das dauert. Das könnte natürlich potenziell etwas länger dauern. Und dann möchte ich das lieber in der nächsten Folge machen. Das heißt, ich gehe jetzt gleich nochmal im Off hier nochmal rein, spreche mit den ganzen Leuten. Und dann können wir beim nächsten Mal direkt mit dem Würfeln beginnen. Und ich bin gespannt, was sich bei diesem Würfelturnier ergeben wird. Ich hoffe, ihr seid es auch. Ich bedanke mich fürs Zusehen heute. Würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Und sage mal Tschüss, macht's gut und bis dann.